Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass ich diese beiden Trainer da herausfordere, beziehungsweise die beiden Trainerinnen. Denn Hariyama ist weg. Magneton ist auf Level 49. Rebecca und Melissa darf ich auf keinen Fall verlieren. Beziehungsweise will ich nicht. Ich würde mal sagen, dass ich tatsächlich mit Magneton und Gifloor kämpfen werde. Und ich hoffe, dass ich kein Pokémon beziehungsweise Magneton nicht verlieren werde. Okay. Tö, ein lustiger alter Mann lebt in der Küstenhöhle. Das hat mir jemand erzählt. Willst du ihn auch besuchen? Tö. Ich habe ihn schon besucht. Nur, ich habe euch vorher nicht angesprochen, weil ich irgendwie so ein mulmiges Gefühl hatte, wisst ihr? Okay, Zoe und Iris. Aha. Ablu und Kamaup. Okay, Kamaup ist auf Level 36. Ich muss zusehen, dass ich dieses Kamaup hier rauskriege. Eine Bodenattacke, das war's für Magneton. Ich muss es tatsächlich rauskriegen. Hoffentlich kann ich es einschläfern, dann habe ich meine Ruhe. Aber Kamaup ist doch schneller als Gifloor. Ah, es ist paralysiert. Toll. Toll. Nein. Gifloor hat es outspeedet. Ach, verdammt. Nein. Nein, wird jetzt Magneton erledigt. Magneton. Oh, super. Ich hab's noch überlebt. Ich hab's noch überlebt. Okay, was mache ich jetzt? Am liebsten würde ich tatsächlich Wablu attackieren. Aber ich greife erstmal Kamaup an, um es zu finishen. Das ist gerade viel zu gefährlich mit dem Pokémon. Ein Schlafpuder auf Wablu. Oh yeah. Über 50% wurden mir abgezogen. Krass. Nein, Magneton darf ich definitiv nicht verlieren, beziehungsweise nicht jetzt. Also Leute, ich will unbedingt die Pokémon-Liga erreichen, ja? Muss ja noch über die Siegestraße. Und das muss ich... Ach ja, Bodyguard, okay. Und das kriege ich nicht hin, indem ich jetzt diese Pokebuddies, die ich habe, verliere. Das schaffe ich nicht. Das wird zu heftig. Oder was heißt, das schaffe ich nicht? Boah, also dann wird's richtig knapp. Weil die anderen Pokémon sind alle so zwischen 20 und 30. Naja. Sombrero ist auf 25, Gifloor auf 29, Leona brauchen wir nicht mitzuzählen, Pelipper ist auf 29, Choppet ist auf 28. Magneton ist das einzige Pokémon, was kurz davor ist, das 50. Level zu erreichen. Boah, ich muss so viel trainieren, das wird heftig. Das wird tatsächlich heftig. So, ich glaube, den Topschutz muss ich jetzt aktivieren, oder? Okay. So, Leute, dann surfen wir mal. Ich würde mal sagen, erstmal ab nach Moosbach City, um die Pokebuddies zu heilen. Nee, das ist gerade zu knapp, ne? Also, muss sein. Magneton braucht auf jeden Fall erstmal Ruhe. Weil Magneton ist ja eigentlich das Pokémon, was hier die ganze Zeit alles klar macht für uns. Hey! Irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, die Dame, die gerade rechts neben mir steht, anzusprechen. Keine Ahnung warum, ich glaube, ich mache das einfach mal. Die Arenaleiter dieses Ortes sind ein ausgezeichnetes Team. Die Kombination ihrer Attacken ist einfach exzellent und... Wow! Jo, okay, gut zu wissen. Aber um die haben wir uns ja schon gekümmert. So, Leute, dann würde ich mal sagen, weiter geht es mit dem unteren Bereich, wovon ich schon im letzten Part, beziehungsweise am Ende des letzten Parts gesprochen hatte. So, hier müssen wir uns nichts anschauen, aber wartet mal. Wartet mal. Ah, okay, hier ist Route 126. Das bedeutet, hier können wir ein Pokémon fangen. Gibt es jetzt hier wieder viele Trainer? Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Hier fangen wir erstmal wieder ein Pokémon. Hier können wir tauchen, Leute. Oh, ich bin schon gespannt auf das Tauchen in der dritten Generation. Wieder ein Tentacher. Aber ehrlich gesagt, Leute, ich glaube, dieses Tentacher will ich wieder fangen. Wisst ihr warum? Ich glaube, ihr könnt es euch denken. Wegen dem Level. Tentacher ist auf Level 31. Und das passt tatsächlich gut, weil je mehr Level das Pokémon hat, desto besser für mich. Und ich komme dann auch eher voran im Training, damit ich auch schnell die nächsten Parts aufnehmen kann.
Donnerwelle. Jetzt setzen wir auf ganz entspannt die Hyperbälle ein. Okay, Tentacha. Ach ja, Tentoxa ist ein Pokémon, welches ich sehr, sehr gerne habe und welches ich auch sehr gerne in den Wi-Fi-Battles benutze. Also, immer wenn ich ein UU Below-Battle mache, dann ist meistens ein Tentoxa dabei. Ja, wegen der Attacke Turbodreher, um die Tarnsteine oder was auch immer auf meinem Feld da rumliegen oder auf der Seite, wo ich bin, halt rumliegen, wegfegen kann. Giftspitzen, nice Attacke, Siedewasser mit einer Wahrscheinlichkeit, das gegnerische Pokémon zu verbrennen. Und Schlammwoge, ne? Giftattacke ist nicht verkehrt. Damit kann ich Fee-Pokémon, Pflanzen-Pokémon, Käfer-Pokémon sehr gut treffen. So, ah, das ist ein weibliches Tentacha. Okay, dieses Pokémon werde ich dann wohl... Guck mal auf die Liste, dann ist es viel einfacher. Okay, Elena. Ja, ich muss mal tatsächlich einmal wieder Bescheid geben an die Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ich halt nicht mehr so viele weibliche Namen auf der Liste habe, falls eine Zuschauerin sagt, yo Kanscha, ich würde schon gerne wollen, dass du ein Pokémon nach mir benennst, kann ich das sehr gerne machen. So, wieder Topschutz aktivieren. Da. So, ich freue mich schon auf das Tauchen. Ja, ich möchte tauchen. Boah, wie geil das aussieht. Warte mal, das stand doch unter Wasser, oder? Das bedeutet, ich kann hier auch ein Pokémon fangen. Auch wenn das auf der Route 126 ist, das ist ein neuer Bereich. Ich will das nochmal ausprobieren. Ja, tatsächlich, Leute. Da können wir auch ein Pokémon fangen. Hier müssten wiederum andere Wasser-Pokémon sein. Ey, das sieht so genial aus, Leute. Ich muss auch gerade ein wenig an Donkey Kong Country denken, an die Wasserleveln. Boah, das ist sowas von mega chillig, wenn man das Game auf dem SNES zockt. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Oh! Okay, was geht denn hier ab? Wie bitte? Wir sind in Cineroville? Was? Und hier ist die Arena? Die Tür ist zu. Okay. Warte mal, wieso sind wir jetzt schon in Cineroville? Ist ja Hammer. Ich würde mal sagen, wir suchen sofort ein Pokémon-Center, damit wir immer wieder hierhin fliegen können. Ist ja Hammer. Das kommt ein bisschen überraschend. Ich wollte gerne noch die Route 126 und die Route 127 etwas gründlicher abchecken. Gut, Leute, dann machen wir das noch, weil auf der Route 126 gibt es wiederum noch Trainer, die wir herausfordern können. Okay, cool, ey. Cineroville entwickelt sich im Krater eines Vulkans. Wenn du in den Himmel schaust, kannst du den Rand des Kraters über dir erkennen. Der Himmel wird zum Kreis, aber das macht den Himmel über Cineroville zum schönsten Himmel. Kurz wirkt nicht mehr, ist nicht so schlimm. Hey, achso, ist ein Angler. Kennst du das Pokémon Schmerbe? Das ist bisher selten in Cineroville aufgetaucht. Liebe große Schmerbe, mein großer Bruder sagt, dass Knilz größer ist. Aber das stimmt gar nicht. Jeder weiß doch, dass Schmerbe viel größer ist. Wie? Oh, du hast ein Schmerbe? Bitte, bitte zeig es mir. Wie kommst du da drauf? Hast du kein großes Schmerbe? Och, wie enttäuschend. Wenn du ein großes Schmerbe hast, dann komm bitte wieder her. Okay, Leute. Ich möchte mich ungern in eure Angelegenheit einmischen. Ich schaffe das gerade zeitlich nicht. Bin selbst gerade überrascht, dass ich hier bin. Hallo, du bist nach langer Zeit der erste Gast, den ich begrüße. Du hast mir den Tag gerettet, daher möchte ich dir diese Weimar-Puppe schenken. Oh nein, danke. Bist du sicher? Du möchtest diese Puppe wirklich nicht? Nein. Oh, sie hat sich einfach umgedreht und weggegangen. Nee, also das war nicht persönlich gemeint, nur ich habe kein Interesse an Puppen. Und zweitens, ich habe, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht mehr so viel Platz. Hör mir zu und ich verrate dir etwas, okay? Unter Wasser soll sich eine antike Ruine befinden. Da gibt es bestimmt Schätze, die nur darauf warten, gehoben zu werden. Okay. Heute kann es sein, dass ich etwas zu früh hier bin.
Hallo, Pyroberg. Auf seiner Spitze sind zwei Kugeln nebeneinander angebracht. Wusstest du das? Ja, ja, genau. Zwei Kugeln nebeneinander. Der Anblick dieser beiden, irgendwie wirkt er beruhigend. Ja, ich habe den roten Stein. Und den blauen Stein hat wiederum Adrian. Adrian, den muss ich noch erreichen, beziehungsweise erwischen. So, ich würde mal sagen, wartet mal, ich kann doch hier jetzt auch ein weiteres Pokémon fangen. Wenn hier irgendwie ein wildes Pokémon auftauchen sollte hier im Wasser. Oh, wie schön sauber das aussieht. Ja, was heißt sauber? Die Farbe einfach. Nicht sauber. Richtig schön. Ich flash so sehr auf sowas. Ich mag sowas einfach. Retro halt. Warte mal, ist der Topschuss noch aktiviert? Ah, nee, aber hier greift jetzt ein Pokémon an und zwar ein Carpador. Ja, nehme ich gerne mit. Ganz ehrlich, Carpador nehme ich sehr, sehr gerne mit. Wegen Garados. Ich habe auch schon einen passenden Namen zu diesem Pokémon. Wobei, passend ist er eigentlich nicht, aber irgendwie werde ich mich, glaube ich, für den Namen entscheiden, und zwar Ute. Aber erstmal muss ich dieses Pokémon fangen. Ja, sieht gut aus. Nice. Oh ja. Yeah. Ja, möchte ich. Ja, Leute, wenn ihr weitere Ideen für die Livestreams habt, also spielemäßig, schreibt das sehr gerne in die Kommentare rein. Und darauf werde ich dann hoffentlich erstmal eingehen auf die Kommentare und hoffentlich kann ich das dann auch in die Tat umsetzen. Gebt ruhig Bescheid. Hi, wie heißt du? Kansha. Okay, netter Name. Ich heiße Bertha. Meine Eltern haben mich so genannt, damit ich gesund und warmherzig werde. Das war ihr Wunsch. Hier, das schenke ich dir. Och, wie süß du bist. Dankeschön. Voll lieb. Okay. Bertha will dir auch diese Beere geben. Ich mag sie sehr. Japa-Beere erhalten. Oh, dankeschön, Bertha. Hast du noch eine Beere? Nein, das war undankbar, sorry. Ich frage mich, welcher Wunsch in deinem Namen verborgen ist. Wertschätzung und Dankbarkeit. Das ist der Wunsch hinter dem Namen. Hier ist ein Pokémon-Supermarkt, aber ich will jetzt nicht einkaufen. Noch eine Hütte. Hallo Leute, die Höhle, die Cineroville mit der Welt verbindet, sie sollte ursprünglich wohl etwas in der Stadt festhalten, oder bilde ich mir das nur ein? Das weiß ich nicht. Ein Unterwasservulkan brach aus und schob sich an die Oberfläche. Der Krater lag über der Meeresoberfläche und konnte sich so mit Regenwasser füllen, und so entstand Cineroville. Okay. Sorry Leute, aber hier gibt es wirklich vieles zu erkunden. Es muss eine Verbindung zwischen Cineroville und dem Pyroberg geben. Meine Freunde und ich haben ein bisschen nachgeforscht im Labor, in dem wir gearbeitet haben. Mein großer Bruder studiert das Meer. Ich glaube, das liegt aber auch hauptsächlich daran, weil ich Meisterdetektiv Pikachu halt zu Ende jetzt Let's Played habe und dort musste ich permanent oder des Öfteren lesen, Leute. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Der Arenaleiter von Cineroville, Vasili, hat viele Fans. Hast du auch Fans? Nee. Oh meine Güte, dann stehst du ja ganz alleine da. Streng dich einfach mehr an, dann bekommst du auch einen Fan. Ich will aber keine Fans. Ich mag dieses Wort Fans nicht. Ich bin einfach selber ein Fan. Okay, das hat sich jetzt richtig widersprüchlich angehört. Also, ich als Fan möchte keine Fans. Ich möchte einfach coole Menschen um mich herum haben, mit denen ich dieselbe Leidenschaft teile und mit denen will ich halt gemeinsam chillen. Seit 30 Jahren lebe ich in Cineroville und verbessere meine Fähigkeiten. Ich habe eine alles erschütternde TM entwickelt, die schenke ich dir. TM 31? Okay, was ist das für eine Attacke? Da bin ich ziemlich gespannt. Durchbruch! Ach ja, Ariyama. Ariyama. Du bist den ganzen Weg nach Cineroville gekommen. Du bist kein normaler Tourist, aber das macht dich auch nicht zu einem außergewöhnlichen Touristen. Das war eine Ansage. Oh, da steht ein Herr. Wozu?
Wer bist denn du denn wohl? Dies ist die Urzeithöhle. Die Geister der Pokémon zur Ruhe gebettet am Pyroberg erwachen hier zum Leben, sagt man. Bitte verlasse diesen Ort. Och man, ich will da gerne rein. Hä? Ich glaube, für diese Stadt ist es tatsächlich noch zu früh, Leute. Aber wisst ihr, was gut ist? Dass wir im Pokémon Center waren. Weil das bedeutet, wir können jetzt jederzeit in diese Stadt fliegen. Okay, Leute, dann machen wir eine Planänderung. Oder was heißt Planänderung? Wir machen von dort aus weiter, wo wir eigentlich aufgehört haben. Und zwar Route 126. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon den Topschutz aktivieren soll. War nicht notwendig, okay. So. Hier kann ich ein weiteres Pokémon fangen, was ich jetzt auch tun werde. Gibt es hier auch wilde Pokémon oder eher hier? Mal abchecken. Okay. Welches Pokémon ist es? Och, Geilomatico. Ein Lampi. Ey, ja. Nehme ich mit. Die Donnerwelle kann ich tatsächlich vergessen. Nein, die Attacke geht daneben. Trashflegel. Okay. Geil, über dieses Pokémon freue ich mich tatsächlich. Ja, richtig super. Richtig super. Es ist verwirrt. Alles klar. Tut mir leid, Lampi, aber will dich unbedingt im Team haben. Komm schon. 1, 2, 3. Ja. Sehr gut. I like. Ah, ich sollte vielleicht die Texte vorlesen. So, dieses Pokémon soll Sascha heißen. Ja, von dem männlichen Namen habe ich relativ viele auf der Liste. Von dem weiblichen Namen habe ich auch eigentlich relativ viele, finde ich. Aber das wird immer knapper gerade. Also damit ihr Bescheid wisst, Leute, wenn was ist, schreibt das sehr gerne in die Kommentare rein. Und die weiblichen Pokémon werde ich nach euch benennen, wenn ihr wollt. Diese Nachricht ist natürlich an die Zuschauerinnen gerichtet jetzt. Aber die Zuschauer, also die Jungs unter euch, können dennoch gerne ihre Namen in die Kommentare reinschreiben. Weil ich habe ja neben der Saphir-Edition noch eine weitere Nuzlocke-Challenge am Laufen, und zwar Pokémon Mond. Und ich werde definitiv weitere Nuzlocke-Challenges machen. Also es gibt noch so viele Pokémon-Games, die ich zocken will. Und so wie es aussieht, werde ich auch dazu Nuzlocke-Challenges machen. Weil mich die Zuschauer darum gebeten haben und es sich gewünscht haben. Die sagten, yo, Kanscha, es ist für uns cooler, wenn wir halt diese Games als Nuzlocke uns anschauen können. Weil, wegen der Challenge einfach. Auch wegen den Reaktionen. So. Hier haben wir ja schon ein Pokémon gefangen. Das war Tentacha. So. Oh, oh, da ist eine Trainerin. Hihi, ich bin eine Meerjungfrau. Okay. So, als nächstes würde ich mal sagen, dass wir Route 127 abchecken. Marill. Ja, Leute, also diese Gegend hier, beziehungsweise diese Phase scheint auf mich so, als wäre sie viel länger als der Weg nach Baumhausen City. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ich habe, glaube ich, 3 Parts gebraucht. Ab dem Startpunkt bis zum Ziel, also Baumhausen City in diesem Fall. Ich habe 3 Parts gebraucht, um Baumhausen City zu erreichen. Und hier wiederum wollte ich demnächst hier Neroville erreichen, aber irgendwie habe ich sie jetzt erreicht. Wir haben uns auch die Ecke angeschaut, in die Arena können wir jetzt nicht rein. In die Urzeithöhle können wir auch nicht rein, weil die Höhle bewacht wird. Das bedeutet, oder beziehungsweise es sieht so aus, als ob wir erstmal die Arenaleiter bekämpfen müssen, um tatsächlich in die Urzeithöhle reinzukommen. So, wir machen weiter mit Magneton. Das ist hier okay. Seemops, ein geiles Pokémon. Aber auf der Route 127. Ich hoffe. Ah, ich wollte gerade sagen, dass ich tauchen wollte, aber. Unter Wasser. Da waren wir ja schon. So, hier gibt es anscheinend nichts auf dieser Seite. Dann checken wir einmal die rechte Seite ab. Ne, da gibt es auch nichts. Okay, das bedeutet, wir müssen wieder tauchen.
von einer anderen Stelle aus auftauchen. Schneller kann ich nicht schwimmen. Okay. Okay. Ja, ich kann ja auch die Karte abchecken, ne? Das kann ich in der Tat tun. So, wo sind wir jetzt? Okay. Da waren wir auch noch nicht. Und hier auch nicht. Ja, Leute, also hier haben wir echt viel zu tun. Ich will erstmal auf die Route 127. Das ist schon mal klar. Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Ja, sieht gut aus. Ja, genau. Gut, sehr gut. Gut, alles klar. Jetzt ist wieder alles besser. Und danach checken wir Route 128 ab. Ich würde mal sagen, hier brauchen wir auf. So, wieder die Karte abchecken. Ja, ist immer eine gute Hilfe, Leute. Schadet auch nicht. Da ist Route 127. Aber dort kommen wir doch gar nicht hin, oder? Doch. So, jetzt müssen wir nur warten, bis der Schutz nicht mehr aktiv ist. Warte mal. Ich bin jetzt auf einer neuen Route. Kann ich jetzt hier im Unterwasser die anderen Pokémon fangen? Oder ist das Unterwasser einfach Unterwasser? Naja, Leute, ich würde mal sagen, hier machen wir einen Cut und speichern ab. Ich glaube, dieser Kerl ist ein Trainer. Den fordern wir dann im nächsten Part heraus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem LP. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao, Leute.